Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es darum, wie man mit dem Polymer eine sehr abgespacede, spacige E-Gitarre bauen kann, die ungefähr dann so klingt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, im Prinzip geht das relativ einfach. Ich habe mir da einfach mal so ein Preset gebastelt, aber ich erkläre euch jetzt nicht das Preset, sondern wir bauen das von Grund auf. So, und zwar lade ich erstmal einen Polymer rein. Das ist ja dieser nette Synthesizer in Bitwig, in dem man, das mache ich hier alles mal zu, mit den Fernsteuerungen und den Modulatoren. Und hier kann ich also verschiedene Wellenformen auswählen. Aber ich bleibe jetzt einfach bei der Pulswelle und nehme jetzt einfach die mal und stelle das ungefähr so ein. Und jetzt kommt der erste Trick, und zwar, es gibt hier in der Mitte diese Filtersektion, und bei dieser Filtersektion kann ich eine ganze Menge Filter einstellen, inklusive diesem Comp-Filter. So, und wenn ich den jetzt hier bewege, passiert jetzt so viel noch nicht, dann mache ich hier die Resonanz hier hoch und schon passiert was. Und das Ganze kann ich, mache das hier mal auf, nehme ich mal so ein EQ und schaue mir das mal an, mache ich den hier mal auf groß. Dann sehe ich, wie dieser Filterkamm hier hin und her wandert. So, und bei dieser Resonanz habe ich zwei Einstellungen, Plus und Minus. Und hier mache ich noch die Filter-ADSR aus. Weil sonst spielt die mir die ganze Zeit da rein. Und das hier kann ich zu einem Controller-Key mappen. Dann nehme ich das Mod-Wheel an meinem MIDI-Keyboard. Wenn ich das jetzt so hin und her bewege, kann ich das schon mal spielen. So, und damit das Ganze natürlich spacig wird, dürfen zwei Sachen nicht fehlen, das ist ja ganz klar. So, als Soloinstrument ist das super. In einem Mix muss man da gucken, wie man das dann schön ausdünnt. Aber so kann man alles eigentlich reinschmeißen. Erstmal einen Delay 2, damit das schön in die Breite rausgeknallt wird, was geht. Und natürlich darf dann auch ein Delay nicht fehlen, ein Reverb nicht fehlen. Und da muss ich immer ein bestimmtes Preset auswählen, weil ich das Standard Reverb Preset von Bitwig verändert habe. Und das Original heißt bei mir Init Reverb, sodass ich auch wirklich das Original auch lade, was ihr habt, oder mehr oder minder. Müsste ungefähr das sein. So, und damit das jetzt Ganze noch so richtig E-Gitarre klingt, an der E-Gitarre gehört ja eigentlich auch ein Verstärker, also Distortion, da gäbe es jetzt die Möglichkeit, das Amp-Device nehmen, aber ich finde viel einfacher, wenn man jetzt einfach das Bitwig Distortion-Device nimmt. Das hat standardmäßig hier eine EQ-Anhebung, die nehme ich hier raus, dann mache ich einen Doppelklick hier unten hin, dann wird das hier zugemacht, und den Eingangs-EQ, da nehme ich einfach viel mehr Tiefe mit. Und dann habe ich schon so einen Sound. Das Distortion hänge ich hinter die anderen Effekte, also hinter Delay und hinter Reverb, damit das Ganze einfach komplett verzerrt. So, da muss ich noch ein bisschen feintunen hier. Das ist noch zu laut. Da mache ich mal hier die Velocity aus, dann gucke ich mal. Da ist auch kein, da haben wir noch einen Sub drin. So,
kann man hier noch so ein bisschen was einstellen bei der Resonanz. Ah, und das Reverb ist, glaube ich, doch noch ein Ticken zu lang. Muss ich mal gucken, den Late Mix. Und hier machen wir mal ordentlich Pre-Delay. Vielleicht ist auch hier der Filter noch ein bisschen zu. Beziehungsweise den Slew müssen wir noch ein bisschen hochdrehen, damit mehr Höhen durchkommen. Jetzt wird ein Schuh draus, ist nur noch alles viel zu laut. Da müssen wir tatsächlich echt noch Lautstärke rausnehmen. Beziehungsweise ich nehme hier die Out raus. Und was ich hier zusätzlich immer noch mache, damit das so ein bisschen nach E-Gitarre klingt, also ich habe ja das Mod-Wheel hier auf den Comp-Filter gelegt. Und ich benutze noch den Pitch-Bend, also das zweite Rad am MIDI-Controller, um hoch und runter zu pitchen. So kann ich einen schönen Slide hinlegen. Wenn ich den jetzt schon das Pitch-Wheel zum Beispiel schon mal runterdrücke und die C-Taste drücke und dann langsam mit dem Wheelrad nach oben gehe, kann ich so einen wunderbaren E-Gitarren-Slide hinbauen. Jetzt drücke ich das Wheelrad wieder runter, drücke die Taste E und F und gehe langsam hoch. Und so kann ich einen herrlich völlig verzerrten Feedback E-Gitarre bauen, die im All so vor sich hin klingt, wenn denn im All irgendwas klingt. Aber in den Rock'n'Roll-Filmen der 80er hat auch das Hall geklungen, außer in einem Film. Aber hier kann man jetzt noch umschalten, das Feedback mit Inverted oder Not. Mit dem Plus ist es eher so im tiefen Bereich. Wenn ich den EQ hier mal anschalte, dann sieht man das so ein bisschen vielleicht. Achtet mal auf den tiefen Bereich. Ich schalte jetzt mal um auf den hohen. Und man kann natürlich hier noch mal ein bisschen was bauen. Beziehungsweise hier, wenn man noch so hier ein bisschen hoch geht, zum Beispiel auf 0,10 Hertz und hier auf das Plus klickt. Wartet mal, ich mache das mal ohne das Plus nochmal. So klingt das ohne das Plus, wenn ich einfach nur hier hochgehe, um 10 Hertz ungefähr. Sollte nicht zu schnell sein, weil sonst hört man das Schwingen. Hört man nicht viel Unterschied. Wenn ich jetzt aber das Plus anklicke, was jetzt gerade an war, kriegt das nochmal so ein bisschen zusätzlich Stereo. Dadurch, dass ich jetzt schon so viel Stereo-Effekte drin habe, ich mache das alles hier mal aus. Und Distortion hat es jetzt einfach gerade mal drin. Mache jetzt hier mal wieder das hier aus. Das hier. Und wenn ich das jetzt anmache, höre ich, wie das schon so ein bisschen in die Breite geht. So, und das ist schon die... Achso, ich muss alles wieder anmachen. Das ist schon die... schnelle Space-Gitarre mit schön Distortion und Feedback und allem drum und dran. Ganz schnell gebaut in dem Polymer mit einem Puls, den man so ein bisschen, weiß nicht, was hat der, 12% Puls oder wie man will. Man kann auch irgendwie hier mittendrin. Gibt halt alles so ein bisschen andere Klangfärbung, kann man ausprobieren. Dann wichtig ist der Comp-Filter und die Resonanz hier, dass man mit der so ein bisschen rumspielt und dann nimmt man am besten das Modulationswheel, inklusive halt nachher das Pitch-Bend-Wheel, damit man auch schon schöne Slides machen kann. Den EQ habe ich einfach nur zum Gucken hier reingemacht, der gehört da eigentlich gar nicht rein. Aber einen Delay 2 in Standard-Konfiguration, einen Reverb in fast Standard-Konfiguration, wo man einfach hier die Late-Reverb-Time ein bisschen runtersetzt und vielleicht das Pre-Delay ein bisschen hochsetzt, damit der erste Ton noch trocken kommt. Und das Ganze jagen wir zum Schluss durch eine Distortion, wo wir die Slew ein bisschen hochziehen, damit ein bisschen mehr Höhen durchkommen. Weil bei der Slew ist das so, wenn ich die runtersetze, wird nur noch so im unteren Bereich
verzerrt und da kommt nicht mehr viel durch. Und je weiter höher ich mit der Slew gehe, ist jetzt nur die vereinfachte Erklärung. Ich habe zu dem Distortion Root Device nochmal eine extra Erklärung, was Slew überhaupt ist. Aber so, sag ich mal, so kann man sich's am schnellsten ein bisschen merken, dass wenn ich's hochdrehe, habe ich irgendwie einen helleren Sound, mehr Höhen drin und das ist. Es ist nicht direkt so ein Filter, aber es wirkt manchmal so. Auf jeden Fall fehlen dann unten die Höhen, ne? Und auf jeden Fall hier diese Verstärkung rausnehmen, die standardmäßig drin ist, weil sonst kann das. Kann man natürlich auch reinnehmen, aber ich fand den hier einfach schöner. Und dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Bässe mitnehmen, damit die E-Gitarre auch richtig so durch das Weltall rockt. So, das war's an der Stelle schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, teilt das Video, kommentiert, da freue ich mich am allermeisten. Vielleicht auch so mit Ideen, wie ihr irgendwelche Space-Gitars zusammenbaut, würde mich mal interessieren, ob ihr ein Polymer nehmt, einen Puls, einen Sägezahn oder was ihr an Effekten da ranballert. Also sagt einfach Bescheid, würde mich freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.